threat will unite them. You will lead them. Damit ein herzliches Willkommen hier zu der ersten Folge, oder besser gesagt zur ersten Folge-Session zu Diablo 4. Ich bin vollkommen übermüdet. Hab heute versucht, die Zeit ein bisschen tot zu schlagen. Sozusagen, ich bin überhaupt Husten, Schnupfen, allem drum und dran, aber das ist mir scheißegal. So fair bin ich jetzt. Und da ist es auch, Diablo 4. Ich darf es schon früher anzocken, weil ich die Deluxe Edition geholt habe. Sozusagen, und noch einige andere Sachen. Ich habe mir leider nicht die Ultimate Edition geholt, weil mir das einfach viel zu teuer war. Erstens das. Und zweitens, ich hatte ja schon mit 110 Euro ja mit Call of Duty Modern Warfare 2 gerechnet. Und ich hatte jetzt gesagt, nee, ich hole mir wenigstens dann die Deluxe Edition. Dann bin ich nicht ganz viel Geld los, sagen wir es mal so. Tut mir leid, Blizzard, aber Call of Duty hat, also Call of Duty Modern Warfare 2 hat es mir einfach kaputt gemacht. Also, das ist ja nicht nochmal feierlich. So, wir spielen natürlich auf der Xbox Series X. Es kann sein, dass in den laufenden Folgeparts natürlich noch einige dazukommen. Ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal zu der Sache von der Beta nochmal ganz kurz was sprechen. Und zwar habe ich sehr viele Aufrufe bekommen bei diesem Video, also sehr viele Videos. Wir hatten schon 50 Aufrufe gehabt oder sowas, oder 54 Aufrufen. Und ich muss sagen, schön, dass viele es angucken. Also ich habe es jetzt niemals gedacht, dass da einige Leute schon darauf der Dings, vielleicht interessiert es vielleicht. Natürlich werde ich natürlich wieder den Totenbeschwörer spielen, weil einfach die Klasse einfach für mich hält. Ich weiß, dass jetzt die Skelette jetzt doch noch mehr austragen, also die würden jetzt zwar etwas mehr überleben, weil es ja jetzt im Slim, in einem Slim Beta sozusagen nichts gemacht haben, also die waren ja voll für den Arsch, die haben nicht mal kaum ein bisschen überlebt. Aber das soll uns jetzt sozusagen nicht in die Füße stampfen. Ich werde mir natürlich versuchen, während des Sommers ein bisschen mehr aufzunehmen. Also ich werde jetzt gucken, dass ich so ungefähr so 30, 40 Parts mache. Aber nicht mehr so viel, weil ich bin ja kurz vor Juli und ich habe ja noch 3 Wochen noch Zeit, um noch mal ein bisschen mehr aufzunehmen als sonst. Und da jetzt fast alle Festplatten sozusagen alle voll sind, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt noch mal ein bisschen Diablo 4 aufnehmen, damit ich schon mal ein bisschen im Battle Pass weiterkomme. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich vielleicht noch mal welche Parts aufnehme. Vielleicht machen wir den ganzen Battle Pass durch und wir sind eigentlich komplett durch. Ich weiß ja nicht, wie lang es geht. Also ich weiß, dass 150 Dungeons gibt. Wir werden sie alle natürlich erkunden und 30 Stunden geht die Hauptmission, so wie ich das mitgekriegt habe. Natürlich wird das natürlich nochmal aufgenommen für den Movie Games Kanal, aber wir werden da nicht so viele Dungeons machen, also nur ein paar, dass wir ein bisschen uns hochleveln können, dass wir bei der Geschichte weitermachen können. Also nur, dass ihr mal so kurz Bescheid wisst, dass das so funktioniert. Ich möchte erstmal ganz kurz sagen,
dadurch, dass ich ja jetzt beide Betas gespielt habe, habe ich ja natürlich alle Sachen, also hier dieses Wolfsbündel geholt und allem drum und dran, aber leider nicht die eine Sache, weil ihr habt ja mitgekriegt bei mir, ich habe es leider verpasst. Anscheinend musste ich dann halt mal ins Internet gucken, aber das ist jetzt doof gelaufen. Naja. So, bevor wir starten, lass auf jeden Fall ein Abo da. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, sehr, weil es werden auf jeden Fall sehr viele Folgen kommen. Ja, ich hoffe, es überzeugt euch, auch wenn ich eine Sprachbehinderung habe. Gibt es lange noch keinen Grund mehr, das Spiel zu entgehen, als Let's Player. Und Movie-Dings, also ich werde es auf jeden Fall auch auf Movie-Games schmeißen. Wann ich das mache, weiß ich nicht. Das werde ich dann mit den Jungs dann noch machen, also mit meinem Team zusammen. Aber ich bin heute jetzt mal alleine, ich bin jetzt extra wach geblieben, damit ich natürlich euch das präsentieren kann. Also mir haben jetzt beide Betas überzeugt, deswegen habe ich es mir geholt. Und ich hoffe, dass Diablo 4 jetzt in der Kampagne, oder besser gesagt, so wie es jetzt ist, sehr gut ist. Ich hoffe, dass die ganzen Bugs, die sie gemacht noch da gelassen haben, alle weg sind. Ich hoffe, dass die Skelette alle wieder gescheit funktionieren. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet, auf jeden Fall. Aber bitte höflich bleiben in den Kommentaren, bitte. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Abonnieren nicht vergessen, wie schon gesagt. Like da lassen. Und ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier mache. Und ich hoffe, ihr seht noch mehr. Also wir sind ja jetzt schon einige Projekte schon fertig. Aber wir wollen ja jetzt weitermachen. Und zwar drücken wir jetzt mal die auf die beliebige Taste. Natürlich mein Xbox-Account. Mindestens eine Dings und wir verbinden uns natürlich mit einer Warteschlange. Das wird so circa 2 Minuten dauern. Mal gucken, ob es dieses Mal funktioniert, dass wir ganz schnell reinkommen, dass wir ganz Dings. Und übrigens, es gibt natürlich auch Erfolge. Ja, also in der Zeit, wo man hier gerade momentan sehen. Also wenn man hier reintickt, es wird keine Erfolge geben. Okay, also. Doch, eigentlich schon. Hier Diablo 5 hat jetzt doch einige Dings. Schließen Sie die Kampagne ab. Alles klar, es gibt auf jeden Fall Dings. Also anscheinend Erfolge werden nicht unterstützt. Deswegen, wenn immer dies nicht unterstützt wird. Gut. So, das wird in circa 2 Minuten dauern jetzt. Was soll ich nochmal nachschließend, also anschließend noch sagen? Ich werde natürlich auch das Bestmögliche tun, dass alles in Ordnung ist. Also ich werde jetzt gleich nochmal nach dem Ton gucken. Aber so wie ich das jetzt hier gerade sehe auf meinem hübschen Aufnahmeprogramm, dass alles in Ordnung ist, dass ich auch sehr gut babble. Also auf jeden Fall werde ich schauen, so weit wie ich komme, zu machen. Wie schon gesagt, ich habe halt kaum Zeit, weil ich auch noch andere Projekte habe, die noch gemacht werden müssen. Und wir machen halt eigentlich nur immer mal so einen Teil, damit wir hier wenigstens mal nicht nur das eine Spiel durchspielen, sondern halt mal die Hälfte machen, also 50-50. Und das lade ich dann halt einfach abends hoch, damit die Leute die Chance haben, das anzugucken. So, aber wir müssen noch warten. Eine Warteschlange für Login, circa 2 Minuten. Wir haben jetzt noch 1 Minute. Mal gucken. Also die Server von den beiden, also Slim und Dings. Oh, logge in Diablo 4 ein. Das passt so wie es ist. So, weiter. Helligkeit ist okay. So, und wie immer
Also wir haben hier natürlich die Vorlesefunktion normalerweise, also es war eigentlich auf Deutsch, also Textsprache ist Deutsch, Dialogsprache ist Deutsch. Ich würde natürlich Untertitel für Hörgeschädigte anmachen. Einfach weil es ja auch noch andere Leute gibt, die bei mir noch gucken, die hörgeschädigt sind. Ich mache das einfach, um euch natürlich nicht nur die Hören, sondern auch die für die Gehörlosen drin ist, damit da keine Sachen sind. Wir werden jetzt in die Cutscene springen, heißt, ich werde dann nicht zu hören sein und wir sehen uns dann nach der Cutscene. Schütz mich, dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunkle Pfade. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Durchhalten! Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber... Gesegneter Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akkad. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, Ich wollte doch nur... Antworten. Sie kommen! Ich weiß. Euch. Na los. Würzwald! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen. Licht, steh mir bei. Mit rein. Sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also. Hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Oh. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh.
Weise die Tochter. Oh nein. Nein, nein, nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auch auf dunklem Faden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm! Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit dreien. Sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith. Gebenedeite Mutter, erlöse uns.
So, genau, das haben wir natürlich alles schon mal gesehen, aber ich habe es euch nochmal gelassen für den Anfang. So, wir dürfen wieder sozusagen Klassen auswählen. Ich habe ja gesagt, ich werde weiterhin die Toten beschwören. Dieses Mal sind nämlich die Skelette wieder, hoffentlich wieder ein bisschen stärker geworden. Natürlich wieder Mann. Ja, ich nehme mal ein Anpassungs. Ich hoffe, dass sie jetzt auch mal ein bisschen was anderes reingeschmissen haben. Also. So, ich mal zu gucken. Ja, die Haare kennen wir ja schon. Eigentlich lange Haare, genau, das haben wir ja schon benutzt, aber ich würde weiterhin Gesichtsbehaarung, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber sowas, die Haare, ich gerne. So, also das war's bitte. Damit brauche ich nicht. So was könnte man nutzen. Genau. So, natürlich werde ich meinen Namen noch drauf schreiben. Ich bleibe bei meinen Inquisitor. So. Das heißt, wir starten. So, wir dürfen noch auswählen. Minimale Unterstützung bei neuen Funktionen. Erkunden die Hölle auf eigene Faust. Oder ausführliche Tutorials für neue Diablo-Spiele empfohlen. Da ich ja jetzt sozusagen schon die Slim und Dings gespielt habe, kennen wir alle. Die jetzt sozusagen jetzt neu auf meinen Kanälen kommen. Also Kanälen heißt Kanal, Hauptkanal kommen. Ich sag jetzt einfach mal Hauptkanal. Dann ist es auch deutlicher. Werde ich natürlich jetzt nochmal das Tutorial spielen, damit ihr sozusagen nochmal die Dings nochmal einspielen kann. Also heißt jetzt nicht, dass ich jetzt doof bin oder sonst irgendwas. Mir geht es darum, dass ihr ganz normal auch wie ich normal reinkommt. Und da würde ich mal sagen, wir machen mehr Unterstützung, ausführliche Tutorials für neue Diablo-Spiele empfohlen. So, wir haben jetzt also empfohlene Spieler, die zum ersten Mal Diablo spielen oder eine leichte Herausforderung suchen, Gegner lassen sich leicht besiegen, oder empfohlen für Diablo-Veteranen, die größere Herausforderungen suchen, Gegner sind eine größere Herausforderung, Monster geben 20 mehr Erfahrung und Monster lassen 15% mehr Gold fallen. Da ich jetzt sozusagen jetzt neu beginnen, sozusagen beginnt hier sozusagen ein Abschnitt. Da wir jetzt schon 20 Minuten hatten, sind wir jetzt in der zweiten Folge schon. Also ich mache jetzt so Aufnahmesessionen, das ungefähr so eineinhalb Stunden oder mindestens 2-3 Stunden geht. Es kann auch mal natürlich passieren, dass ich mich dann natürlich vergucke und wir dann halt schon so 5-6 Stunden machen, je nachdem wie weit wir mit den Festplatten kommen und wie viel ich jetzt sozusagen nochmal durchziehen muss. Das heißt aber nicht, wir haben sozusagen noch einen Battle Pass, so wie ich das mitgekriegt habe. Und wie ich ja schon von Anfang an gesagt habe, die Skelette haben mehr Leben. Das werden wir jetzt mal rausfinden. Ich würde immer noch die Weltstufe 1 nehmen. Einfach, weil ich halt einfach das Abenteuer liebe.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nach der Cutscene. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. So, und da sind wir jetzt. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Ja, genau. Und so sind wir da am Anfang. Aber dieses Mal nicht die Beta, sondern wir sind jetzt bereit. So, wir haben ja... Rüstung kriegen wir wahrscheinlich erst später. So, da haben wir schon die erste Runde. So, nochmal ganz kurz für Leute, die noch ganz neu bei Diablo sind. Wir haben hier übrigens ein Menü, wo unser ganzer Charakter ist. Wir können hier zum Beispiel Rüstung anlegen, Helm anlegen,
Handschuhe, was wir jetzt ausgerüstet haben. Wir haben jetzt zum Beispiel die Sense und ein Schild. Zwei Ringe und ein Halsdings. Wir können sogar hier die Fähigkeiten sozusagen, das sind jetzt sozusagen alle Fähigkeiten, die wir haben. So, wir haben jetzt hier sozusagen schon mal unterkürzlich abgeschlossen. So, dann haben wir jetzt sozusagen unser Shop. Seid gegrüßt, Wanderer. Vor euch liegen die Schätze der Geschichte. So. Ich weiß jetzt, okay, also es sind jetzt sozusagen Sachen, die man bezahlen muss oder bezahlen kann. Aber ich glaube, im Spiel gibt man noch ein bisschen bessere Leute. Ich habe auf eure Rückkehr gewartet. So, wir haben hier übrigens, wenn wir jetzt hier so drücken, das Tagebuch, hier auch bei dem anderen auch. So, wir haben übrigens die Möglichkeit, einen Clan zu erstellen oder einen Clan beizutreten. Und wir haben übrigens auch die Möglichkeit, hier auch nochmal was im Gameplay zu verbessern oder Sound. So, das ist jetzt. So. Genau, wir haben sozusagen jetzt unsere drei Krieger sozusagen bekommen. Das sind halt einfach Mitstreiter. So. Das ganz Wichtige ist, immer ein bisschen zu kontrollieren. Und sozusagen immer ein bisschen zu erkunden, weil das ist ganz wichtig wegen sozusagen sehr viel Geld oder man. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Ja. Einfach ein bisschen mehr erkunden. Und man sieht auf jeden Fall, die Skelette sind etwas. Dings. Also wir haben ja in der Beta ja 3 gehabt. So, dann haben wir hier also gründlich durchsuchen auf jeden Fall. In der Zeit, wo die hier die ganze Zeit knüppeln, können wir hier sozusagen hier ein bisschen. Und falls ihr vielleicht für die Krieger ein bisschen Heilung benötigt, also nur auf Y zu drücken. Und schon hat man natürlich die Sachen. So, sehr wichtig ist einfach alles durchzusuchen. Egal wie lange es dauert. Dass das halt einfach. Also einfach richtig viel erkunden. Ja, also auch bei den Dungeons. Aber ja. Bevor wir dann zu den Boss kommen. So. Hier haben wir nichts. Einfach mal ein bisschen mehr grasen, dann hat man eigentlich schon alles. So, Berg in Dämmerung, Suchobdach in einer näheren Stadt. Hier ist auch nichts. Weiter gucken. Da! So. Okay, dann haben wir das schon durchsucht. Schon mal 1848. Brauchen wir mehrere Gold, brauchen wir sowieso. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen! Überall!
reißt